Nächster Redner ist der ÖVP-Abgeordnete Klaus Lindinger. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Fischelham bei Wels. Vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Wenn da von Kolleginnen und Kollegen hier draußen in die Debatte eingeworfen wird, dass auf der einen Seite viel zu wenig investiert wird und auf der anderen Seite viel zu viel investiert worden ist und investiert wird in die Zukunft, dann bin ich mir ganz sicher, dass die goldene Mitte der richtige Weg ist. Und die goldene Mitte wird mit diesem Budget auch ganz klar dargelegt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen wir das an ein paar Beispiele auch dementsprechend untermauern. Es ist ein Minus in diesem Budget 2024 drin und das ist mit Sicherheit nichts Positives. Als junger Abgeordneter bin ich auch davon überzeugt und ich glaube an dieses Österreich, dass wir dieses Minus auch in den nächsten Jahren wieder ausmerzen können. Wir haben es 2018 und 2019 geschafft, dass wir eine schwarze Null und ein Plus im Budget zusammenbringen und das ist auch der erklärte Weg. Warum ist es aber ein Minus? Weil wichtige Investitionen in die Zukunft getroffen werden und weil in der Vergangenheit ganz, ganz wichtige Entlastungsmaßnahmen beschlossen worden sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es sind die Steuertarifgruppen gesenkt worden und es ist die schleichende Steuererhöhung abgeschafft worden, die sogenannte kalte Progression. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, anhand einem Beispiel, einem Jahresbruttoeinkommen von 28.000 Euro ist das die Entlastung in diesem Jahr sind das 800 Euro im Jahr. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, 800 Euro im Jahr haben oder nicht haben, das ist schon keine Kleinigkeit mehr. Und deshalb greifen diese Entlastungen auch dementsprechend. Der Budgetdienst hat in seinen Analysen festgestellt, dass über den Zeitraum 2019 bis 2024 die Prognosen alle Einkommensgruppen im Realeinkommen steigen. Somit haben wir es geschafft, die Kaufkraft in allen Einkommenskategorien dementsprechend zu erhöhen, was wirklich auch dementsprechend positiv ist. Die Inflation ist gesunken. Das sind verschiedene Maßnahmen, die dazu beigetragen haben. Und die Investitionen in die Zukunft, in die Kinderbetreuung, in die Sicherheit, in die Wissenschaft, aber auch in den Bereich der Pflege sind wichtig und auch treffsicher. Ich bin mir sicher, dass wir mit verschiedensten Maßnahmen, mit Investitionen im Bereich der Familien, ich denke da an die Erhöhung des Kindermehrbetrages, ich denke an die Erhöhung des Familienbonus Plus oder auch in den großen Bereich des Ehrenamtlichen, da wichtige Entscheidungen getroffen worden sind und auch in der Zukunft die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und ich sage danke beim Finanzminister für dieses Budget und ich bin davon überzeugt, dass wir alle hier herinnen im Hohen Haus daran arbeiten, das Budget in Zukunft wieder nachhaltig und noch nachhaltiger zu gestalten. Denn das ist die Aufgabe von uns allen und daran werden wir auch konsequent weiterarbeiten. Dieses Budget ist gut, dieses Budget trifft die richtigen Investitionen und damit schaffen wir auch die Unterstützung der Österreicherinnen und Österreicher für das zukünftige Jahr.